das Geld steht jetzt nicht an vorderster Front, ja, dass ich eben den Beruf des Geldes wegen mache. Und es ist schon so, dass ich einfach mir ein gutes Leben mit dem finanzieren kann, wie ich arbeite. Von daher bin ich da also tagesaktuell zufrieden. Mittel- oder langfristig würde ich mir natürlich schon wünschen, dass einfach unsere Arbeit auch Wertschätzung erfährt durch eine bessere Bezahlung und einen besseren Stundenlohn. Mein Name ist Katrin Fleischmann, ich bin 39 Jahre alt, habe 3 Kinder. Ich arbeite in Würzburg in meinem Geburtshaus als freiberufliche Hebamme. Gut, jetzt schaue ich mal in meinen Kalender, was heute alles so ansteht. Genau, habe ich erst den Termin mit der Lea und dann mit der Anna. Kommt noch die Theresa, dann die Johanna, die Marina und die Vanessa. Und heute Abend noch Rückbildungskurs. Und ich habe heute auch Rufbereitschaftsdienst, also wenn eine Frau heute ihr Baby kriegen möchte, dann meldet sie sich bei mir und ich begleite sie dann während der Geburt. Ken, kommt rein, hallo. Hi Lea, na, alles gut? Jo. Wenn der Kopf geboren ist, müssen sich die Schultern ja erst drehen, dass die auch geboren werden können. Ja, also die Körper. Genau, ne? Also weil wenn der Kopf wird ja so geboren praktisch, dann sind die Schultern ja, ja so wie bei mir. Und so passt das Kind ja nicht durch. Also das dreht sich dann einfach nochmal so hochkant, dass es eben rauskommt. Und manchmal sind die Kinder halt auch schon ein bisschen platt am Ende der Geburt und machen das halt nicht richtig, sondern sind dann irgendwie so schräg. Mhm. Und dann geht einfach das nicht so, dass das Kind einfach so kommen kann, sondern dann muss die Frau sich eben bewegen, ja, weil dann bewegt sich das Becken und dann lösen sich die Schultern und dann kann der Körper auch noch geboren werden. Mir kommt es immer darauf an, dass ich versuche herauszufinden, was die Frau gerade beschäftigt, was die heute braucht, dass ich immer versuche, die Frau zu sehen und mir eben auch die Zeit zu nehmen und auch ganz bei der zu sein, bei der Frau in der halben Stunde, Stunde, die wir zusammen haben und nicht schon wieder zu überlegen, okay, wer kommt denn als nächstes, was ist denn heute noch dran, sondern einfach im Jetzt zu sein. Ich habe wie immer kalte Hände. Genau, kräftiger Herzschlag. Also wer in der außerklinischen Geburtshilfe tätig ist, braucht dafür eine Haftpflichtversicherung, die läuft über den Deutschen Hebammenverband und die liegt aktuell bei einer Summe von 8.100 Euro pro Hebamme. Ich finde es nicht verhältnismäßig, weil es auch so ist, dass die Schadensfälle einfach zurückgehen. Ja, das kann man eben halt belegen. Also man kann beim Spitzenverband der Krankenkassen den sogenannten Sicherstellungszuschlag beantragen. Dazu muss ich in jedem Quartal eine geburtshilfliche Leistung abgerechnet haben und ein Qualitätsmanagement nachweisen. Dann muss ich nur 30% der Haftpflichtsumme selbst tragen. Die restlichen 70 kriege ich erstattet vom Spitzenverband der Krankenkassen. Ich schaue jetzt mal, mit wem ich den nächsten Termin habe. Und seid ihr noch entspannt? Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass es halt zu lang dauert und das dann über die 2 Wochen rausgeht. Okay. Jetzt bist du ja erst 3 Tage drüber, das ist ja sozusagen nichts, aber ist echt alles okay, Vanessa. Ne? Also du musst ja keine Sorgen machen und wie gesagt, ist ja jetzt ganz gut, dass ich halt in relativ kurzen Abständen mal eine Vorsorge gemacht habe, dass ich halt so, naja, kann ich auch später anrufen. Sind alles keine Schwangeren, keine Sorge, wenn jemand mit wehen anruft, gehe ich schon hin. Also, okay. Gute Dankeschön. Zeit, gell? Bis ja. bald, gell? Tschüss! Ciao. Also, ich würde jetzt mal sagen, dass ich schon auch abhängig von den Geburten und wie viel ich noch Muße habe, noch ins Büro zu gehen, um den Papierkram und die Abrechnung und die Buchhaltung zu erledigen, dass also 50 Wochenstunden wahrscheinlich, manchmal auch 60 oder 70, wenn man noch viele Geburten hatte. Messen wir mal, wie groß der Mama ihr Bauch ist, oder? Mal schauen. Dich mal auf den Rücken legen. Gibt es außer rechts den Ischias noch? Nee,
ich habe durch diese Hüftsache, aber sonst eigentlich... Weil halt jetzt auch alles ein bisschen empfindlich ist, ne? Gute Zeit, gell? Tschüss, tschüss. Ciao, Philipp. Tschüss, Greta. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Die Termine haben wir jetzt heute gemacht. Drei Vorsorgen gemacht, sind 90 Euro. Dann die Erstkontakte 180. Das Aufklärungsgespräch. Ich würde jetzt mal sagen, so roundabout wahrscheinlich 300 Euro. Natürlich, wenn man sich das jetzt so auf der Zunge zergehen lässt, findet man das jetzt nicht. Ja, so schön einfach und fühlt sich zum Teil eben nicht so wertgeschätzt mit der Arbeit. Also ich denke, ein Stundenlohn von 40 bis 60 Euro wäre angemessen für eine Hebamme mit der Ausbildung und dem Background und der Verantwortung, die sie trägt. Auto ist sehr wichtig. Ich brauche sie jeden Tag, um ins Geburtshaus zu fahren, um die Frauen zu Hause zu besuchen und eben auch Hausgeburten, die wir betreuen, müssen wir ja auch jederzeit anfahren können. Und daher wird es ohne Auto nicht funktionieren. Ich wohne in Kleinrinderfeld. Das ist so eine 2000-Seelen-Gemeinde, ca. 17 Kilometer von Würzburg entfernt. Ich wohne hier zusammen mit meinen drei Kindern und im Untergeschoss habe ich noch eine kleine Praxis, wo ich eben mit einer Kollegin aus dem Geburtshaus Kurse anbiete. Also normalerweise bin ich ab dem Nachmittag auch mit meinen Kindern zusammen und esse dann mit denen zusammen zu Abend, aber eben wenn ich jetzt den ganzen Nachmittag gearbeitet habe und abends Kurs habe, dann sind die Kinder bei meinem Papa und dann muss ich alleine zu Abend essen. Genau, und dann ist es immer gut, wenn es noch Reste vom Vortag gibt. Beim Rückbildungskurs, der geht 75 Minuten und dafür kriege ich pro Frau von der Krankenkasse 9,95 Euro. Also 50 Euro für 75 Minuten brutto. Hallo Emil. Ich habe ein bisschen geschlafen. Bist du schon müde? Nein? Mama, wir haben ja nichts gegessen, weil wir hatten noch gar keinen Hunger. Und wollt ihr jetzt noch irgendwas essen oder geht ihr jetzt so ins Bett? Also dann gehen wir mal einen Stock höher, oder? Ja. Oberteil willst du aber nicht anziehen. Willst du das anlassen? Das kann man tragen. Was habt ihr heute beim Opa gemacht? Sie geguckt. Hausaufgaben gemacht. War noch draußen. Ja. Gehen wir hier rein, dann lese ich euch noch was vor. Die Hanna holt, glaube ich, auch ein Buch. Barbie nimmt ein weinendes Baby auf den Arm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Baby zu beruhigen, erklärt ihr Schwester Brie. Also wenn die Kinder dann endlich schlafen, muss ich, glaube ich, noch so ein paar Sachen mit meinem Ex-Mann besprechen. Und dann werde ich heute auch relativ früh ins Bett gehen, weil ich ja eben noch Dienst habe bis morgen früh um 7 und einfach nicht weiß, ob sich vielleicht heute Nacht noch eine Frau meldet, dass ich einfach auch ein bisschen vorgeschlafen habe. Also ist natürlich nicht so schön, ja, dass wir einfach heute so wenig Zeit zusammen hatten, aber es ist ja auch jetzt nicht so ein normaler Tag. Wie gesagt, normalerweise habe ich ja den Nachmittag mit den Kindern zusammen und ich hoffe auch, dass sie das einfach auch merken im Alltag, dass sie auch immer an erster Stelle kommen und nicht das Gefühl haben, dass immer nur die Frauen und die Babys wichtig sind. Im Großen und Ganzen bin ich total stolz und froh auf meine Familie und auch mit meiner Arbeit, die mir einfach sehr viel Spaß macht. Für mich lohnt sich's auf jeden Fall, sonst würde ich es auch so nicht machen.